ein von den Medien kaum wahrgenommener Machtfaktor, die Raiffeisengruppe. Einmal rural, einmal global, immer Kapital. Der Begriff Banken kommt, Il Banco, das waren die Tische in Venedig am Markusplatz, zur Hochzeit Venedigs. Dort wurden Wechsel und Geld gewechselt. Daher der Begriff Bank. Das klassische Geschäft von Bank ist Geld verleihen, dafür Zinsen nehmen. Und nichts anderes macht die Raiffeisengruppe, wie alle anderen Banken auch. Das ist per se noch nichts Schlechtes. Wer hätte das gedacht? 1,7 Millionen Österreicher sind Bankiers. Und wer jetzt glaubt, diese 1,7 Millionen lebten in unermesslichem Reichtum und mit den Annehmlichkeiten, die gemeinhin Bankiers zugerechnet werden, muss enttäuscht werden. Sie sind Bankkunden des Bankensektors der Raiffeisengruppe, Mitglieder der größten Genossenschaftsgruppe des Landes und dadurch weiters Eigentümer der Geldhäuser. Klingt nach einer gehörigen Portion Demokratie und einer ordentlichen Machtfülle der Kunden und Eigentümer. Ist aber nicht so. Der Reihe nach. Es gibt im Geschäftsverlauf, aber auch im Privatbereich Situationen, wo einer Geld hat und einer ein Geld braucht. Und die Banken vermitteln sozusagen professionell zwischen diesen beiden Unterschieden. Sie geben dem, der Geld hat, ein bisschen was dafür, dass ihnen das Geld überlässt, und überlassen das Geld an einen, der es braucht, natürlich um viel teureres Geld, also um viel höhere Zinsen, als der Gläubiger normalerweise bekommt. Aber das Beispiel ist vielleicht etwas zu primitiv, weil im Wirtschaftsverlauf, im Produktionsverlauf, also auch im agrarischen Produktionsverlauf, hat der Bauer zum Beispiel einen Produktionsmittelaufwand am Beginn des Frühlings. Wenn er die Ernte ausbringt, muss er Düngemittel, Saatgut kaufen, Treibstoff für die Landmaschinen, und hat aber keine Einnahmen. Die Einnahmen erzielt er erst, wenn er das Saatgut, also wenn er geerntet hat und die Ernte verkauft. Und da kann natürlich eine Finanzierungslücke entstehen, die professionellerweise durch eine Bank überbrückt wird und die den Bauern oder den jeweiligen Wirtschaftsbetrieb gewissermaßen am Leben erhält und davor schützt, sozusagen in Konkurs zu gehen, weil die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Also insofern ist Bank schon auch eine volkswirtschaftlich notwendige Einrichtung. Die Bankorganisation der Raiffeisengruppe ist dreistufig aufgebaut. Im Dorf die örtliche Raiffeisenkasse. In den Landeshauptstädten die Raiffeisen-Landesbanken und in der Bundeshauptstadt die Raiffeisen-Zentralbank RZB, vor kurzem fusioniert mit der Raiffeisenbank International. Die 545 selbstständigen lokalen Raiffeisenbanken verfügen über 2.234 Bankstellen und sind flächendeckend über die gesamte Republik verstreut. Österreich verfügt über 2.357 Gemeinden. Die Eigentumsverhältnisse sind vertikal organisiert. Die lokalen Raiffeisenbanken in den Gemeinden halten Anteile an den Landesbanken. Die Landesbanken wiederum besitzen gemeinsam die RZB. Und die RZB verfügt über eine Reihe von Tochtergesellschaften, die in den Bereichen Versicherung, Leasing, Bausparkasse oder Wertpapierfonds tätig sind. Also ist beispielsweise der Kunde Genossenschafter einer lokalen Raiffeisenbank über den Umweg Landesbank und RZB Miteigentümer all der Spezialgesellschaften der Gruppe. Raiffeisen selbst sagt, dass mehr als 40% aller Österreicher Kunden einer Raiffeisenbank sind.
Entscheidet sich ein Kunde Mitglied, das Wort Genossenschafter kommt im Sprachgebrauch der Bankengruppe nicht vor, weshalb ist eine andere Geschichte zu werden, so ist ein Anteilsschein zu zeichnen, das heißt Kapital auf den Tisch zu legen. Das Mitglied wird jährlich zur Generalversammlung seiner lokalen Raiffeisenbank eingeladen und darf, so die Verlautbarung der Bank, über wichtige Fragen abstimmen und Funktionäre wählen. Was hier besonders demokratisch klingt, bedeutet jedoch, dass Mehrheiten bei der Mehrzahl der lokalen Raiffeisenbanken nötig sind, um auf Landesebene Mehrheiten zu erreichen. Rein formal ist dies selbstredend demokratisch. In der Praxis spielt die Musik natürlich bei den Landesbanken und in der RZB. Eigentümer sind die Genossenschafter am Land, die tonangebenden Personen sind der Raiffeisenverband mit seinem Präsidenten Dr. Konrad und die Vorstände der Landesbanken und die Vorstände von Raiffeisen International, die Manager von Raiffeisen Ware zum Beispiel, die ganze Lagerhausgruppe betreut. Wer ist der Eigentümer? Schwer zu beantworten. Naja, als Vergleich für den demokratischen Charakter der genossenschaftlichen Organisation von Raiffeisen fällt mir das Modell der KPdSU ein, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die auch sehr demokratisch vermeintlich verfasst war. Also der demokratische Zentralismus drückt sich bei Raiffeisen so aus, dass die Beschlüsse in Genossenschaftsversammlungen an der Basis gefasst werden, dass der Ton aber wie in der KPdSU, vom Zentralsekretariat aus geht und was dort gewünscht ist, wird an der Basis nachvollzogen. Es geht um viel Kohle. Beispiel Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Die Bilanz 2009 nennt die Summe der Aktiva mit 29.360.177.123,77 €. Der gesamte Konzern der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich nennt übrigens 2009 stolze 35 Milliarden Euro als Aktiva. Die Summen klingen weniger abstrakt, wenn sie mit dem Landesbudget Oberösterreichs verglichen werden. 2009 betrug die Gesamtsumme der Einnahmen des Bundeslandes 4,2 Milliarden Euro. Nun lassen sich Bilanzsummen von Banken und Landesbudgets nicht unmittelbar vergleichen, aber die beiden Ziffern geben eine Ahnung, wo die Macht zu Hause ist.